Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge von Let's Play Minecraft Together. Diesmal wird's etwas Es hat. organisierter. Machst du uns jetzt zwei Betten Hoffen wir mit doch. der Wolle, die wir rein zufällig irgendwo gefunden haben? Ganz zufällig im Creative Mode in deiner Tasche. Hier, brauchst du nur Holz? Brauchst du Holz? Ja, genau. Ja, Das vielleicht. mit dem Creative Mode darfst du doch nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Ach so. Weißt du noch, wie Dann man erzählen wir Betten das lieber macht? nicht unseren Fans. Weißt du noch, wie man Betten macht? Ich hoffe doch. Guck mal hinter dir. Juhu! Ah, Zombie. Mein Handy vibriert die ganze Zeit, Mann. Was ist denn da los? Wir haben 20 nach 4 und die sind immer noch wach. Hast du die Vibrator-App? Ja, die Vibrator-App. Nein, WhatsApp vibriert die ganze Zeit. Leider. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will doch nur was craften, ey. Scheiß Meth-User. Was? Was? Ein Zombie war da. Die haben keinen Respekt vor uns. Und unsere Arbeit. Müssen unser Gebiet noch ausbreiten. Ja, wir bauen hier eine richtig fette Mauer, Mann. Oder was sagst du? Wäre ich auch für. Hast du mir Wolle geklaut? Ja, nein. Man braucht 6 Wolle. Hast du 6 Wolle? Nein, ich habe aber ein Bett für dich. Okay, das geht auch. Wo stellen wir das hin? Erstmal hier in unserem Unterkunftsraum Unser Haus hier. am besten. Noch haben wir ja kein Haus. Ja, in unseren Unterschlupf. Noch sind es ja die Minien. Ups. Hast du die Betten Ups. aufgestellt? Ja. Ein Ehebett, wie freundlich. Wie er Du kannst nicht freundlich. schlafen, Monster sind in der Nähe. Oh Gott, feiern die schon wieder Hausparty? Wo ist hier ein Monster? Wo? Creeper. Wo ist hier ein Monster? Wo? Wo? Bom. Der hat unsere Tür weggesprengt. Auch nicht schlecht. Komm, wir gehen erstmal pennen. Kümmern wir uns um den Scheiß morgen. Alles klar. Komm jetzt! Aber es wird schon wieder Tag, Mann. Was soll der Scheiß? Alter, das kannst du morgen machen. Alter. Geh da jetzt rein. So. Wird das mal bald? Ja. Dass wir hier die ganze Scheiße wieder Juhu. abreißen. Alter, warum war da ein Creeper, ey? Kannst du mir das erklären? Weil er uns mag. Wir brauchen eine neue Tür. Habe ich beschlossen. Bisschen, ne? Ja. Hast du Steine? Ja. Ich baue hier so ein Krüppeldingensbummens. Aber ich habe gleich keine Steine mehr. Unten sind Steine in unserem Meth-Labor. Viele? Ja, ich glaube 2 Stacks. Da Dann gehen wir kommt mal hin. schon wieder ein Creeper, Mann. Pass bloß auf, die sind gefährlich. Ach, die explodieren? Ja. Das sind die explodierenden Viecher. Ah. Die machen unser ganzes Umfeld kaputt. Weißt du? Das ist nicht gut fürs Business. Business, Business. Business, denn du bist nichts. Kennst du das? Nein, von wem ist es? Aus dem Rap, ich weiß gerade nicht mehr aus welchem. Ich dachte, du könntest mir sagen, was machst du da? Toll. Dolle Wurst, ey. Denkst du, man kann. Ey, wo. Wo ist überhaupt der Kopf hier? Soll er nach drinnen oder nach draußen zeigen? Da draußen oder nicht? Alter, ich kann's nicht mehr dran setzen.
So der Scheiß. Oh, immer diese Extrawürst, ey. Hast du auch so eine Extrawurst? Wie Extrawurst? Hast du eine Extrawurst? Hä, wer ist denn eine Extrawurst? Erzähl. Sag einfach, du eine Extrawurst. Zuschauer wollen es auch wissen. Eine Extrawurst. Eine Extra-Wurst. Eine extra XXL-Wurst. Ja, habe ich, aber ich denke nicht, die du meinst. Was brauchst du denn für einen Pimmel, ey? Brauchst du so einen kleinen Schuppen hin? Ich habe einen Plan. So einen kleinen Schuppen? Ja, wo wir erstmal schlafen können. Junge! Jungens! Brauchst du noch Stein? Viel Steine brauche ich. Okay, ich hole dir gerade Stein. Natürlich wird das nachher noch alles schöner, nur. Erstmal machen wir es so 0815. Erstmal was haben und dann meckern. Ja. Lass mir hier was haben, ne? Richtig. Kann man immer noch meckern. So, ich hab 31 Steine. Hilft dir das? Ja. Wo bist denn du? Ach, da. Ich kotze mit Steinen. Guck mal. Hast du das gerade gesehen? Steine kotzen. Ja. Yay. Das ist bestimmt toll anfühlen. Oh ja. Frage an die Fans, habt ihr schon mal Steine? Nein. Schon mal Steine auf den Kopf bekommen? Oder seid ihr noch nie auf dem Stein? Ich kenne jemanden. Wen? Einen blonden, ehemaligen. Oh nein, lass doch den Blonden in Ruhe. Hat er einen Stein auf den Kopf bekommen? Ich weiß nicht. Oder wird er auf den Stein geworfen? Was musst du dir jetzt... Warum war voll Mayonnaise drauf? Hoffentlich sieht er das nicht. Was du mir erzählt hast. Oh ja. In so nein, das wäre gemein. So ein fetter Mayonnaise-Tropfen. Das wirklich? Was? Oh, das ist so ein bisschen gemein für unsere Fans. Wir müssen die mal ein bisschen aufklären. Sonst ist das Let's Play ja langweilig. Geht hier nicht bei Dr. Sommer. Also, die Vulva ist der ganze Vagina-Extrakt. Der was ist der ganze Vagina-Extrakt? Schon okay. Okay. Willst du die Zuschauer über den blonden Arbeitskollegen aufklären? Oder Schulkollegen oder irgendwas? Irgendwas Kollegenmäßiges? Ja. Ich weiß nicht, kann das warten? Für mich kann es warten. Okay, der kann es warten. Schreibt in die Kommentare. Das ist doch mal. Wollt ihr die Geschichte von dem blonden Arbeitskollegen erfahren? Es ist witzig. Schreibt es in die Kommentare. Der Blonde. Blonde. Ja, was wir sowieso nochmal sagen wollten, wenn ihr irgendwie Lust habt, mit uns zu kommunizieren oder sowas, wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Gerade eben, die haben wir um 4 Uhr nachts gegründet. Wenn ihr irgendwie mal Lust habt, da vorbeizuschauen, könnt ihr gerne machen. Da gibt's. Der Link ist in der Beschreibung, auf der Höhe meiner Eier. Die sehen nur nicht mal deinen Körper, also deine Eier, ja. Wer weiß, vielleicht sind die ja unterm Tisch. Vielleicht hängen die ja so weit runter, ne? Erdbeermarmelade. Passt zu allen. Erdbeermarmelade. Das klingt sogar schlimmer. Ah, oh, schlimmer Scheiß, ne? Was magst du für eine Marmelade? Aber du bist so ein... Was? Erdbeermarmelade! Aber du bist also auch so ein kleiner Synchronsprecher, ne? Wer ich? Mhm. Klar. Wie wär's, wenn wir als 10 Abonnenten-Special so ein kleines... im Let's Play so ein kleines Synchronsprecher-Battle machen? Okay. Aber dann müssen wir picken wir uns so ein paar... Wir müssen da eine Vorlage ja. nehmen.
Ja klar, so wie Horst Schlemmer, Super Mario, dann entscheiden die Fans, wer gewinnt. Dann mache ich mir 50 Accounts und dann gewinne ich. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht, als ich Vorlage gedacht habe und du an Horst Schlemmer, ey. Weißt du, was ich meine? Du bist ein böser Mensch. Ja, Fans, irgendwann klären wir euch auf. Also 10 Abonnenten-Special, haut da rein. Bitte haut da rein. Wir warten auf euch. Ja, haut rein mit den Kommentaren. Dachte, mit den Abos. Ich dachte jetzt, weiß schon. Folge vorbei. Guck mal, wie lange die schon läuft. Woher soll ich das wissen? Fraps? Ja, da muss ich erstmal einen Cut machen, aus dem Programm rausgehen. Ja, machen wir kurz einen Cut. Nein. Wenn die Sonne untergeht und der Mond in der Mitte ist, dann ist ungefähr unsere Zeit vorbei. Okay. Oh, haben wir ja noch ein bisschen. Frag nicht, was das hier wird. Ach, jetzt machst du das so. Ja, ein Eingang, toller. Jetzt machst du das da so toll und ich hab da jetzt so eine Hartz-IV-Bunker hingebaut. Ja, muss auch irgendwas haben, ne? Toll. Wir schauen ja nur nicht nur Hartz-IV-Pratzen zu. Und ich, nicht nur? Und ich verbaue mich die ganze Zeit. Keine Ahnung, vielleicht schicken die dir ein paar Bilder. Von was? Oh Gott, was ist... was denkst du? Das ist das Geräusch, den jemand in der SMS bekommt. Ja, ich weiß. Voll die Scheiße. Oh mein Gott. Du sagst, es ist der Hartz-IV-Bunker, ist der nicht im Keller? Hartz-IV-Bunker. Hör auf. Oh, die Tetris-Musik läuft hier. Warum schlägst du mich? Das war aus Versehen. Sag jetzt nicht, ja, das sagen sie alle. Ja, das sagen sie alle. Mann. Also, nochmal an die Fans so gerichtet. Wir wollen ja auch mit euch reden und nicht mehr mit uns. Was habt ihr noch so für Spielideen? Was wollt ihr sehen? Weil Minecraft ist ja erstmal vorübergehend. Ist ja so ein bisschen ausgelutscht. Ja, aber es ist dennoch witzig. Na klar. Besonders bei uns beiden. Wenn ihr mal irgendwelche Wünsche habt oder Ideen, aus? Wir können es bestimmt umsetzen. Ja, was denn? Ja, ist ganz schick. Das geht klar, ne? Das geht klar. Die ersten Schritte sind gemacht. Wir werden immer cooler. Cooler als cooler von Dragon Ball. Ich kenne den nicht. Ich gucke kein Dragon Ball. Stirb. Ja, ich weiß. Ich habe nie Dragon Ball gemocht und werde es, glaube ich, auch nie. Oder Animes sind auch nichts für dich. Du machst dir gerade... Mega viele Feinde. Du machst dir keine Fans. Aber wir haben ja einen dabei, der es sicherlich mag. Du, ne? Bitte? Magst du Animes? Ach, nur bedingt. Nur Dragon Ball. Weißt du? Ich mache mir keine Feinde. Nein, aber ich denke, dass wir bestimmt ein paar Fans haben. So, zweite Challenge. Schreibt es in die Kommentare. Mögt ihr Animes? Wenn ja, möchtet ihr Dr. Jay verprügeln? Nein, nicht mich. Ich wäre dabei. Sag dir nicht, wo ich wohne. Der wohnt in einem Haus. Jetzt habe ich es verraten. Ich wohne in einem Haus im Münsterland. Ich glaube, das ist auch schon zu viel Info. Warum? Alter, das Münsterland ist groß. Du. Nicht so groß. Doch, ist schon riesig. Es gibt. Was ist ein Block? Ja? Ach, ja schon. Die Schätzchen, komm ins Bett. Sieht die Brücke annehmbar aus? Die sieht gut aus. Yay! Und aus dem Bunker machen wir noch eine Villa. Aus welchem Bunker? In der Amen. Aus dem Hartz-IV-Bratzen-Bunker? Da sind die Betten drin. Ein Bungalow. Machen wir jetzt Gangbang. Oh, schöne Aussicht. Oh Gott, bei dem Gangbang, da fällt mir gleich was ein, von meiner Freundin, ne?
Wir haben bei... Okay. Kinder, hört nicht zu. Wir haben bei ihr gefeiert. Und dann hat die ihre Mutter gefragt, ob ein paar Kumpels kommen wollen. Eher nur Männer. Also überwiegend meine Kumpels. Und dann hat die Mutter gesagt, oder er gefragt, macht ihr auch Gangbang? Gott, als mir das meine Freundin gesagt hat, hätte ich mich so Schrott lachen können, weil stell vor, deine Mutter fragt dich als Mädchen, ob ihr Gangbang macht. Was ist da für eine Mutter? Oh nein. Oh Mann, deine Freundin hat sich bestimmt über den Boden geschämt, oder? Die hat das nur alleine zu ihr gefragt, weißt du? Also nicht, als alle dabei waren. Oh Gott. Oh Gott. Leute, wenn ihr mehr solche Geschichten hören wollt und das Let's Play spannender haben wollt, dann lasst einen Daumen da. So. Lasst einen Daumen da, aber brecht euch. Wir verabschieden uns. Aber bitte steckt ihn euch nicht irgendwo hin. Ja, Leute, das Let's Play hört hier heute auf. Dieser Part. Es war uns hier immer eine Ehre, dass ihr zugeschaut habt. Ich steig ins Bett. Ja. Und dieser Part endet im Bett. Gute Nacht. Ciao, ciao.